Ungeheuer guten Tag, wünsche euch und willkommen zu einer neuen Folge Dragon Escape. Und es geht direkt los in True Hell. Mit dabei sind Zombie. Hi. Der Zuddle. Aha. Und heute mal zum ersten Mal Mr. Morgame. Ja, genau. So stellt sich ein königlicher Mensch vor. Und, geil es aussieht. Und wenn man dann einfach die Faust nimmt, dann kann man richtig krasse Schläge machen. Was? Stegi. Was? Das finde ich richtig scheiße von dir. Du hattest keine Rüstung an. Ich hab doch gesagt, wenn man sich auszieht, das war mein erster Tod. Oh Mann, Stegi, ich hab noch keinen Tod. Ich hätte gedacht, ich krieg 50 Folgen ohne Tod hin. Und jetzt kriegst du einen Tod wie du durch MC Expert. Was ist passiert? Jetzt schauen wir mal hier, was Sache ist. Achso. Schlagen die mich eigentlich so? Nicht, wenn sie mich nicht sehen. Zack, zack, zack. Guck mal, da ist sogar ein Rahmen drin. Man könnte sogar eine Ramob-Falle machen, indem man nur die ganzen... Guck mal, die sehen uns nicht. Ja, okay. Muss halt spitz anfangen unten. Alter. Wie viel Level hast du, Peter? Wolltest du dich schon mit meiner Diamantrüstung anlegen? Finde ich nicht in Ordnung. Was für Level hast du denn so? Wie viel Level, hat Christian eigentlich so momentan? Momentan habe ich 4. Okay. Alter, Junge! Halifel! Alter! Was Paluk nicht weiß ist, dass er schwanger ist. Twitter. Das war schon mal das Wort, was ich im Livestream auch wieder nicht wusste. Du rastet richtig aus! Du hast ja gerade mal... Na, jetzt sind es 3 Punkte Vorsprung schon. 3 Punkte. Beste Runde Montagsmaler, Eva. Okay, jetzt schlagen wir zurück. Weißt du, Sturmwaffel, du hast uns herausgefordert. Oh, wir müssen. Das errate ich nicht, da kriegst du Punkte für. Ich zünde mich manchmal selber an, damit ich Kalorien verbrenne. Oh, ja. Oh Gott. Strandfetisch. Alter, ich bin so langsam. Ungespielt ist viel weiter als du. Oh, ich will nicht verlieren. Aber vielleicht stirbt Simon. Ja. Das wäre ganz schön. Ich habe, glaube ich, nicht mal mehr eine Axt über. Noch 0,4 Sekunden. Er kommt. Er kommt. Ich bin drin. Oh. Hallo, lieber Drache. Ja, das war ein bisschen zu spät für dich. Ja, geil. Zack. Die Stadt, die sieht aber schon wirklich hübsch aus. Also ich muss wirklich Taddle lassen. Er hat wirklich eine tolle Arbeit hier geleistet in seiner Königszeit. Hat wirklich hier viele Sachen gebaut, was ich wirklich schön finde. Richtig, also wirklich richtig cool. So, den nehme ich mal mit, den Grabstein. Hallo. Seht ihr mal, jetzt sind wir sogar noch in der Hölle gelandet in dieser Episode. Hallo. Na, ich darf wirklich nicht sterben, weil ich darf halt einfach nicht sterben, okay? Haben wir uns verstanden? Okay. Ja, dankeschön. Bekennen. Genau. Wow! Aua. Er hat geschossen! Voll ins Gesicht. Es ist ein Arschloch! Ja, ich hatte mein Fell nicht draußen. Oh, er ist tot. Du bist aber wirklich nicht. Ich hab den 990 Schaden gemacht. Sterb alle in der Hölle. Ich bring euch alle um. Das ist ja witzig hier. Okay. Oh, was ist eine Truhe? Viel Spaß mit der Yodo-Rüstung. Eine grüne Truhe. Alter. You only die once. Oh, ist das süß von Stegi. Oh, ein Miniatur-Redhead. Oh. Ach, der Stegi. Ich war ihm doch gar nicht mehr böse. Ich war ihm doch generell nicht böse. Ich war noch nur ein bisschen traurig einfach. Aber, ach, Stegi, du bist ein Schatzi. Es wird ja nicht mehr großartig geschnackt. Aber jetzt sehen wir hier ein kleines Problem. Und zwar seht ihr das. Ja, die haben ein Schwert hat er in der Hand? Dann war die eigenständige Version draußen. Schon wieder das Lied, egal. Dann war die eigenständige Version draußen, zack, macht PewDiePie ein Let's Play davon. Und sobald PewDiePie ein Let's Play von irgendwas macht, kannst du kein Let's Play mehr machen, weil du dann die ganzen Idioten in den Kommentaren hast. Und es nervt einfach. Und ich blocke sowas inzwischen ja schon, da bin ich auch schon relativ... Naja, da bin ich schon sehr deutlich inzwischen, weil mich das einfach inzwischen diese Kommentare einfach annerven. Voll von PewDiePie nachgemacht, alles macht so PewDiePie nach.
Und da ist es dann den Leuten sehr auch egal, ob man Spiele hat, die PewDiePie später gespielt hat und man selber früher, das ist ja den Leuten relativ egal. Hat er auf mich geballert? Nee, ey, ich hab ihn nicht geschossen. Hans, hier. Du hast gerade geschossen. Ey, doch, hast du gerade geschossen? Hast du gerade geschossen? Okay. Zombie. Ja? Alter, okay. Lol, ja, er hat Schaden bekommen. Simon wurde von ihm angeballert. Simon hat geschossen. Nein, Simon wurde angeballert von ihm. Ein Geheimer, den noch nicht gibt. Kannte, also ich noch nicht kannte. Alter. Der macht einen Abflug. Oh Mann. Da haben sich meine. Ich habe genau gesehen, als ich gestorben bin, wie sich meine Sachen schön auf dem Boden verteilt haben. Oh nein, du bist auf dem Baum gestorben. Ja. Nein. Oh, ich bin auf die Leiter gefallen. Interessant. Alles was hat klar, denn da mal gemacht? Boah, die Schaufel, die ich jetzt. Was? Die Schaufel, die ich habe aus Freezer Ride? Ja, ich Alter. Ich hab gesagt, die Schaufel geht voll ab. Boah, yo. Hier war einfach so ein richtiger Kongcrafter, der hier gefarmt hat. Das sieht man voll. Weil er so einfach in so einem Wasserpool komplett drumherum den Sand weggebuddelt hat. Oh. Wahrscheinlich noch in der Nähe der Stadt, oder? Ja. Warte, es geht weiter, Junge. Also, es geht noch weiter. Also, du hast mich dann Richtung Bett gezogen, ne? Aha. Ich fiel auf ihn, als er sich auf das Bett fallen ließ. Richtig ein Body Slam, Alter. Okay, unsere Küsse dämmten sich. Ich ging mit meinem Mund weiter runter. Ich küsste seinen Hals. Er gab ein leichtes Stöhnen von sich, welches ich unglaublich schön fand. Boah! Das ist schon ganz schön schwul. Ne? Minzi, das machst du echt gut. Minzi, weiter so. Oh. Minzi, weiter so. Tatsächlich du, Alter? Ja, Junge! Wir haben die nicht kaputt gefickt! Ey, wir haben alle gefickt und wir sind nicht gestorben! Schlag ein! Du lebst auch noch! Ja! 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 Und das letzte Wort geht an dich. Tschüss! Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei Montagsmaler. Ciao, ciao! Disconnected. Und du bist drüber. Nein, oder? Doch. Gut. Dann war's das. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann würden wir uns über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.